Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Fucker Lifestyle Box von Nazar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fucker Lifestyle aus dem Jahr 2013. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze, kleinere Box mit rotem Aufdruck. Und zwar lesen wir hier Nazar Fucker Lifestyle. Die Box rundum in schwarz gehalten, relativ klein. Auf der Rückseite haben wir hier 5 rote Querbalken und darunter einen Barcode und WPE Wolfpack Entertainment. Gut, wir öffnen das Ganze. Der Deckel ist abnehmbar, also nicht zu klappen, sondern wirklich hier abnehmbar, von innen weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Sonnenbrille in Plastik und in einem Stoffsäckchen verpackt. Dann das Album an sich. Ein Bandana und einen Infoflyer oder einen Zettel. Ja, von innen die Box weiß. Machen wir mal wieder zur Seite. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. Fucker Lifestyle von Nazar. Das Ganze kommt in einem super Jewel Case. Wir haben hier Nazar mit so einer Maske, mit einem Bandana vor dem Gesicht. Wir sehen hier nur die Augenpartie und den Haaransatz. Auch hier wieder diese 5 Streifen Fucker Edition lesen wir hier. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Nazar Fucker Lifestyle. Und auf der Rückseite haben wir dann 19 Tracks an der Zahl. Und wir haben 2 Features, beziehungsweise ein Feature, und dieses kommt auf 2 Tracks vor, nämlich Projekt Elias. So, dann haben wir hier unten noch die Beteiligten, die Credits und auch hier nochmals Fucker Edition. Dann kommen wir zum Booklet. So sieht das aus. Wir haben hier einmal Nazar wieder abgebildet mit Bandana vor dem Gesicht. Und dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Wer war daran beteiligt, wer hat produziert etc. Auch hier wieder Nazar mit Bandana. Und hier noch die beiden Seiten voll mit den diversen Tracks. Fucker Edition. Die CD in schwarz, rot und weiß gehalten. Auch hier wieder diese 5 Querbalken, diese Striche. Und auch hier wieder auf der Rückseite zu sehen. Dann haben wir, auch wenn ich es nicht wirklich als Boxinhalt bezeichnen würde, so einen kleinen Einleger dabei von Established in Hell. Das ist ja das Modelabel von Debo. Und Debo ja der Besitzer oder der Labelboss von Wolfpack. Gut, dann haben wir eine Sonnenbrille, und zwar kommt dieser in so einer Plastikverpackung, und damit nicht genug, diese Plastikverpackung hier mit Nazar beschriftet auf beiden Seiten. Nein, das Ganze ist nicht nur in dieser Plastikhülle, sondern dann auch noch in so einem Stoffsäckchen hier, in so einem ja, Brillen-Etui-Säckchen hier geschützt. Das Ganze schwarz. Und wir haben hier dann eben die Möglichkeit, das Ganze zuzuziehen. Und auch dieses Säckchen hier ist beschriftet mit Nazar-Schriftzug. So sieht dann die Brille aus. In schwarz. Mit so, ja, leicht reflektierenden, aber doch durchsichtigen Brillengläsern. Und die Bügel sind neutral gehalten. Beziehungsweise, na, der rechte Bügel ist neutral gehalten. Der linke ist hier mit Nazar beschriftet, schwarz auf schwarz, aber die Schrift ist hier so erhaben, also man kann das hier gut sehen und auch erfühlen. Vom Design her so eine klassische Wayfarer Sonnenbrille, gefällt mir gut. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Bandana, und das finde ich richtig gelungen. Also das Bandana ist klassisch in schwarz und weiß gehalten, und wir haben hier in der Mitte eben diesen Totenkopf. Das dürfte auch das Bandana sein, das Nazar hier auf dem Cover bzw. im Artwork trägt. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Gut, das Ganze ist einseitig bedruckt. Wir haben hier keinerlei Zettel oder Info darüber, was das für ein Material ist oder wo das Ganze hergestellt wird. Nicht weiter schlimm. Wir schauen uns das Ganze mal kurz an, wie das getragen aussieht, speziell das Bandana in Kombination mit der Sonnenbrille.
Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Bandana mit diesem weißen Totenkopfaufdruck. Das sieht echt mächtig aus. Und dann in Kombination diese schwarze Sonnenbrille. Je nachdem kann man natürlich einzeln tragen, muss man nicht so kombinieren. Die Sonnenbrille an sich macht auf jeden Fall was her, gefällt mir gut vom Design her. Und auch das Bandana kann man in meinen Augen durchaus tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Bandana in Schwarz und Weiß. Dann die Sonnenbrille ebenfalls in Schwarz. Diese kommt in diesem Täschchen hier, in diesem Beutel, inklusive dieser Plastikverpackung. Und zusätzlich dazu natürlich noch das Album an sich im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Fucker Lifestyle von Nazar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nazar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.